Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Pein mit Voucher mit unserem You. Heute gibt's Brennier-Schnitzel, meine Lieben. Ich habe uns ein bisschen Futter besorgt. Wir müssten jetzt genug haben, um den Kampf über uns immer wieder mal aufladen zu können. Ansonsten würde ich sagen, versohlen wir jetzt den Brennier mal den Bobbes. Der hat sich nämlich tatsächlich nicht anders überlegt, obwohl wir mittlerweile wieder Verbündete sind. Und er geht schon in Angriffsstellung, kaum sieht er uns. So, erstmal nochmal kurz gucken, welche Moves der so drauf hat. Und immer schön raus gleich. Und bei seinem komischen Sturmangriff schön aufpassen, Yu. Der ist nämlich fit. Jetzt kannst du normalerweise... das war nix. Du musst gleich wieder raus. Er muss gleich wieder raus. Aber wir haben ja Zeit, ne? Wir müssen ja hier keine Kamikaze-Aktionen machen. Zwei Schläge gehen immer und dann gleich wieder raus. So mache ich das jetzt den Kampf über. Ich kann mich auch zweimal erwischen lassen, dreimal. Dann können wir uns aufladen. So, Brennier. Mach doch mal deinen Sturmangriff. Gleich umdrehen und boom. Boom. Halbe Rüstung haben wir schon fast unten. Okay, das sollte man normalerweise nach einem Angriff von ihm gleich wieder... Oh, Ju. Ju, was war das? Das hätte ja deine Oma besser gekonnt. Okay, gleich wieder hin. Und nochmal einen. Bams und raus. Der macht seinen Sturmangriff nicht mehr. Halt, lass ihn mal. Immer nach seinen Angriffen habe ich die Möglichkeit, zweimal zu holen. Er ist also schon human eigentlich, ne? Wahrscheinlich spürt er auch, dass wir Verbündete sind. Seid ihr überhaupt da? Habt ihr euch dabei? Ich muss immer gucken, ob ihr da seid. So. Oh. Brennier macht einen Schildblock. Dabei hat er gar kein Schild an. Er hat mit seinen Stoßwaffen hier, mit seinen stumpfen Waffen hat er geblockt. So, Brennier, mein Freund. Drehter, kannst du dir sparen. Können wir übrigens selber. Oh, wir haben ihn das erste Mal niedergestreckt. Jetzt kommt sein Sturmangriff. Und Bamsle, Brady. Hey, heute schaffen wir es wahrscheinlich ohne Futtern, so wie ich die Sache einschätze. Yo, Brady. Das Problem ist halt, wenn er dich ein-, zweimal hintereinander trifft, ist vorbei, ne? Der hat schon Power. Ja, ja, guck mal. Gestern war ich wahrscheinlich zu nervös sein, weil wir nichts mehr zum Essen hatten, ne? Dachte ich, gut, das wird eh nichts. Aber guck mal, ohne einmal aufladen bis jetzt. Jetzt kommt wieder sein Sturmi. Wir gehen hinten dran und Brennier, the bomb machine, liegt auf der Erde. Jetzt hab ich einen dritten Schlag gemacht, das war nicht so gut. Immer zwei. Bei zwei kriegst du normalerweise nichts ab. Ich bin sehr gespannt jetzt auf die letzte Gruft auch, ne? Eine Gruft fehlt uns noch. Und vor allem, ob wir jemals auf die Insel ziehen mit unserer Familie. Naja, wir schaffen das schon. Und dann müsste man normalerweise von da aus zeigen, dass es gut war, uns Menschen zu helfen und die Dörfer unterstützen, weißt du? Dass wir mit allen befreundet sind, weil das ist ja ein Spiel. Brennier! Ich hab dich erledigt! Ich will nochmal. Das war's. Ich hoffe, der ist nur betäubt. Ein Maholz hat er einstecken gehabt. Gruftschlüssel haben wir, Leute. Ohne Essenz, ohne Stofftüchel. Ja, der ist jetzt weggeportet. Der ist nicht tot. Oh je. Der Brennier. Wenn der gewusst hätte vielleicht, dass wir befreundet sind mittlerweile. Eine abkühlende Angelegenheit. Untersuche das Signalfeuer. Machen wir. Die Feuer von Minas Tirith. Es hätte nicht so kommen sollen. Ja, das stimmt. Jeder wird es erfahren. Warum hat er ihn mir nicht einfach gegeben? Ich muss schnell zur letzten Gruft gehen und alle dem am Ende bereiten. Neuer Inselzustand. Der ausgewählte Stamm wird dich dabei unterstützen, dem Stamm der Menschen bei der Inselüberquerung zu helfen. Die letzte Gruft. Öffne und betritt Höhlenberg. Nee, Höhlberg. Höhlberg, wo bist denn du, Höhlberg? Ist das arg weit weg von hier? Nee, das ist eigentlich gerade da unten. Komm, wir jumpen da direkt mal drauf zu, würde ich sagen. Ist echt traurig jetzt, wenn man sich überlegt, dass der Brenn hier... Da, wir sind ja sogar befreundet mit denen, ne? Naja, gut. Es ging ja nicht anders. Wir mussten die Gruft untersuchen. Unser Volk brauchten zu Hause. Er hätte uns ja auch unterstützen können, das stimmt schon. Ne, hier muss ich nicht rein, oder? Ich interagiere mal spaßhalber. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach ja, ich erinnere mich. Hier waren wir ja, ne? Hier sind wir rausgekommen. Da könnte man jetzt Pfeile sammeln, aber ich mache ja mit dem Pfeil, ne? Oh, hier hätte ich zum Beispiel auch Futter holen können, siehst du? Ich bin halt außen rumgelaufen um den Berg zwei, dreimal. Und bis ich dann genug Zeugs zusammen gehabt habe, ne? Jetzt hier für die Runde. Hätte man gar nicht gebraucht. Ist auch mal schön zu wissen, dass es auch so ginge. Sicherheitshalber habe ich ein bisschen was besorgt. Vielleicht ist sogar nachgespawnt, dann hole ich gleich noch ein bisschen ran. So. Möchte dich doch nochmal da rein, muss.
Da guck mal, das Zeichen ist ja hier direkt unter uns, ne? Jetzt muss ich nochmal kurz auf die Map gucken. Lem. Ja, jetzt ist die Frage, ich weiß nicht mehr, wo es reinging. Vielleicht da hätte ich jetzt da gerade... Ah ne, ich glaube, hier müssen wir gucken. Wie komme ich denn da runter lebendig? Da hinten wäre der Eingang. Dann schauen wir uns das einmal an. Die letzte Gruft. Es ist der Hammer, wie viel Adventure-Anteil in dem Spiel drin ist, ne? Hätte ich gar nicht so erwartet am Anfang. Wenn du da hörst, so ein Indie-Titel, Schülergruppe baut so ein Indie-Titel und so. Aber es ist echt ziemlich viel Content drin in dem kleinen Spielchen. Und ich spiele ja eigentlich hier mehr oder weniger Kerzen gerade die Hauptquest, ne? Du kannst natürlich hier noch das ein oder andere tun. Das sind aber Fechsel. Das sind Fechsel. Wir messen da roh. Komm ich denn da jetzt runter? Soll ich hier runterhüpfen? Komm, wir hopfen mal hier runter. Ju, mein Freund. Ja, schön runter, sanft, wie immer. Das komplette Fechseldorf jetzt hier, ne? Da oben. Haben sich hier einen geilen Stützpunkt gesucht, die Jungs. Gut, aber wir müssen hier hin. In diese Gruft möchte er rein. Haben wir hier schon Interaktionsmöglichkeiten? Nee. Muss ich da wieder kunststücklesmäßig rüberhupfen? Ich nehme es mal fest an, oder? Kommst du da hoch? Nö. Öffne und betritt Höhlenberg. Interessant ist ja eigentlich immer, dass ich hier einen Schlüssel habe, ne? Und dann muss ich mich trotzdem hier so verkünsteln. Gibt es hier vielleicht einen Mechanismus, den ich jetzt so wieder nicht gesehen habe? Ne, das wird nicht reichen. Da bräuchte ich eine Hüpfbräu. Die Frage der Fragen ist, wie kommen wir hier rein? Wir müssen ja hier rein, ne? Stellen wir aufs Geländer, wenn das geht. Und probieren wir von hier. Das geht nicht. Ne, geht nicht. Hä? Dass wir da rein müssen, sind wir uns, glaube ich, einig, ne? Ich könnte mal probieren, ob ich von da hinten rüber Kopf kriege. Weißt du, hinterm Wasserfall auf den Stein, vom Stein dann oben drüber oder so. Hier ist wieder dieser Kamerabug, aber das wird auch nicht hinhauen, Jugel. Nö. Jetzt hat er sich auch noch verletzt, der Arme. Hier komme ich auch nicht hoch. Oh je. An den Kanten ist es immer extrem gefährlich, ne? Weil ruckzuck hängst du nämlich für immer fest. Hier könnte man aber eventuell mit einem guten Sprung... Ne, vielleicht auf den Vorsprung. Sorry, ich muss jetzt halt ein bisschen rumprobieren, ne? Ich habe keine Ahnung, wie man da hochkommen will. Vielleicht hinterm Wasserfall irgendwas, was ich gesehen habe? Nö. Ich guck nochmal vorm Tor. Ich habe bestimmt irgendwas übersehen. Wie so oft. Ich nehme an, dass ich hier auf die Kante Kopf kriege, wenn ich es richtig anstelle, oder? Eine Stufe tiefer abhopfen, dann müsste eigentlich hinhauen. Wenn, dann mache ich einen Schnitt, bis ich drin bin. Jo, wir haben's. Einmal mit einem Schnitt gedroht und schon sind wir da. So, meine Lieben, wir müssten eigentlich alles haben. Bämsle. Die letzte Gruft. Bewegt sich nicht. Doch, jetzt geht's auf. Vielleicht muss man mit den Fechseln. Oder man hätte sich das Dorf holen müssen. Hollow Mountain. Da müssen wir uns jetzt hocharbeiten, denke ich mal. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich total jetzt auf die Gruft. Erstmal Licht machen hier. Zurück in den Rätselhöhlen des Spiels. Jubidubi. Steh mal drauf, ob du Schaden kriegst. Nö. Haben sie nicht fertig verlegt? Oder was liegt das hier? Ein neues Tool haben wir noch keins bekommen. Ne? Das müssten wir ja normalerweise dann hier drin jetzt bekommen. Für die Elektrizitätsbedienfelder hier auf dieser Insel. Hier ist es sehr dunkel. Was normal ist in einer Höhle. Deswegen mache ich immer alle Lichter an. Ich mag das übrigens mit diesen Fackeln. Ich liebe das. So. Da drüben haben wir doch schon das Artefakt, oder? Ich glaube, hier kannst du dich auch verlaufen, wenn du nicht aufpasst. Bis jetzt noch keine Rätsel, ne? Okay. Hier müssen wir auf jeden Fall wahrscheinlich dafür sorgen, dass es durchleitet irgendwann. Dann haben wir hier drei solche. Sieht wie ein Objekt aus. Das ich mitnehme, ja, das kennen wir ja. Das ist die Standardbeschreibung für die Dinger. So, lass mich erstmal alles abgucken. Ich höre es auch britzeln. Die sind alle drei identisch, oder?
manchmal erkennt man es ja erst, wenn man mit dem Tool schaut. Nö. Bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach mal eins zu schnappen und drauf zu klipsen, ne? Und dann sehen wir mal, was passiert. Nichts passiert. Ist ein Mechanismus irgendwo, den ich auslösen soll? Ist es da oben einer? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nur dieses eine gesehen, ne? Mal gucken mal, ob die Tür vielleicht irgendwas hergibt. Nee, aber da müssen wir rein. Die Frage ist nur, wie. Ich sehe nur diese eine Vorrichtung. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich vielleicht... Muss ich vielleicht den Ballon steigen lassen hier? Nicht im Einsatz. Ich fahre mal den Turm komplett ab. Da oben habe ich gedacht, ne? Pass mal auf, ich wechsle mal. Ich schieße jetzt einfach mal blind hoch, weil ich sehe nicht wirklich, ob das jetzt ein Spot ist. Nee, ne? Kann ich die Diamanten anschießen? Nee. Auch nicht. Sind die vielleicht doch verschieden? Okay, pass mal auf. Ich mache sie einfach mal einzeln durch. Vielleicht haben sie ja doch eine unterschiedliche Ladung oder sowas. Den haben wir gemacht, den rechten nicht. Ich glaube aber nicht, dass das die Lösung sein wird. Doch, tatsächlich. Es tut sich was. Okay. Wir haben die Höhle mit Energie versorgt. Ich habe aber keinen Unterschied erkannt an den beiden Dingern. Die Tür geht auf. Wir können weiter. Schön, wie es jetzt hier so ein bisschen was zeigt, schon was uns erwartet, ne? Keine Mechanismen, da unten ist wieder was. Da müssen wir jetzt aufpassen, wenn Elektrizität, ne? Kann gut sein, weil ich einen Schnapper gesehen habe, dass wir den vielleicht leben lassen müssen, zähmen und der muss uns irgendwas anschießen hier oder sowas. Spontan Gedanke gerade, ne? Boah, ist die groß, die Höhle. Die Höhle unterm Berg. Mal gucken, ob ich nicht gleich zurück muss, die Teile holen. Oh! Oh, hoppla! Oh, hoppla, moppla! Okay, pass auf. Hier passiert später irgendwas, das heißt, wir gehen erstmal hier lang. Müssen wahrscheinlich da jetzt wieder für die Stromzufuhr sorgen. Es geht tief runter. Da unten ist ein Schnapper. Den zähme ich uns aber erstmal, würde ich sagen. Ja, ja, Diggerle. Ah, ich muss Tool wechseln, Mist. Alt war das, Digga, alt. Hast du es jetzt? Ja. Lass ihn mal einen Angriff machen. Macht er nicht, dann hole ich ihn mir. So. Der gehört schon mal uns. Ich esse mal Schnittlauch. So, Schnappi, komm mal mit. Vielleicht muss ich den... Aber hier liegen auch wieder die Teile rum. Die Frage ist halt jetzt wirklich, welche Unterschiede die hier sehen. Ne, jetzt habe ich ihn auf Pause gemacht. Sehe ich heute das erste Mal die Zeichen hier, ne? Pause, mitkommen. Tool wechseln. Okay, ich guck mal, ob ich irgendeinen Ladezustandunterschied sehe. Einfacher Bolzen. Die heißen wahrscheinlich alle einfacher Bolzen, oder? Na, lass gucken. Bei dem kriege ich keine Anzeige. Was aber auch sein kann, das ist ja die einzige hier, die britzelt, ne? Ich nehme das jetzt einfach mal in die Hand und steck's rauf. Okay, machen wir das nächste. Die darfst du bestimmt nicht alle gleichzeitig hochfahren. Ich nehme an, wir werden erst erkennen, was wir einstellen müssen, wenn ich es oben habe. Von hier nach hier ist klar. Den hier mache ich nochmal kurz raus. Ah, und dann muss ich wahrscheinlich ganz schnell rennen, dass ich da hochkomme. Guckst du? Ich nehme an, dass man da jetzt... Ah ne, der bleibt dann auf der Höhe. Aber nur kurz. Okay, pass auf. Jetzt müssen wir kurz schauen, wo ich dann da hingehe. Das heißt, ich heb. Alles klar. Probieren wir unser Glück. So, in gewisser Hinsicht einen Plan habe ich. Warte mal geschwind. Mach nochmal alt.
und mache ihn hier auf Pause. Jetzt platziere ich das Teilchen. Nehme es weg, schmeiße es hin und renn. Renn. Hier hin. Hüpf. Hüpf. Und hüpf. So, wie man es vorgestellt. Schöne Geschichte. Wahrscheinlich brauche ich jetzt das Teil, das ich unten gelassen habe, oder? Dann müssen wir es halt nochmal machen. Okay, hier haben wir wieder einen Britzler. Ich nenne sie jetzt immer Britzler, die Leitungen, die schon Strom führen oder Energie führen. Hier drüben sehe ich nichts. Eine Spritzelmitzel. Oh. Oh, den kann ich ja jetzt zähmen. Der andere ist ja jetzt unten erstmal gut aufgehoben, ne? So, und dann mache ich dich auf Bleiben. Das geht nicht. Nicht aus will, dann will ich nicht. Jetzt habe ich ihn auf Pause. Hier haben wir wieder ein Teil. Hier haben wir wieder ein Teilchen. So, und ich habe auch nur eine Vorrichtung hier. Tür geht auf. Diesen Raum haben wir erstmal geschafft. Ich hole mal unser Tier dazu, oder? Kommt da durch die zu eine Tür angeschissen. Geile Geschichte. So, wenn wir hier runter sind... Nee, kann man wieder hoch. Ich dachte schon, es wäre dann eine Einbahnstraße. So, Leute. Da hinten ist ein komisches Klimmern. Ich pausiere mal unser Tierchen. Wo ist er denn? Na, ich habe mal Pause gedrückt. Keine Ahnung, wo er gerade ist. So. Irgendwas hier in Bewegung? Oh, guck mal da. Hat es irgendwelche Runen oder so? Oh, erstmal die Kiste hier auf. U, X und Apfel. Maholz. Beutel voll. Na gut. Lieber ein voller Beutel wie kein voller Beutel. Ich nehme fast an, dass von hier irgendwas hochgefahren käme vielleicht. Wenn wir rausfinden, was wir hier machen müssen. Hol mal dein Tool raus. Ich kann es nämlich anschießen, das Ding da oben. Ich guck mal in der Höhle rum. Ich sehe hier im Moment nichts. Das Einzige, was ich sehe, ist das da hinten, ne? Okay. Vielleicht bin ich jetzt aber auch gerade zu komplex auf dem Weg. Probier mal deinen Zeppelin hier steigen zu lassen. Geht auch nicht. Zurück aufs Tier. Ach, das war das Maholz. Ne, wir müssen hier tatsächlich schießen. Aber guck mal, das bewegt sich auch hier, ne? Das bewegt sich jetzt hier. Lass uns mal hochfahren. Vielleicht kommt noch ein Hinweis oder so. Okay, wir haben hier zugeschaltet. Ah! Die Reihenfolge wird es sein. Oh je. Querstrich, Sternchen, Prozente. Mal gucken, ob ich mal das ob ich das hinkriege. Querstrich, Sternchen, Prozente. Querstrich, Sternchen, Prozente. Querstrich, Sternchen, Prozente. Ihr wisst ja, ne? Pass auf. Querstrich, Sternchen, Prozente. So. Der da. Querstrich. Prozente. Den hier. Und jetzt noch... Ah, doch, ich hab's noch erwischt. Und wir haben es tatsächlich jetzt hingekriegt. Ist das nicht geil? Schöne Geschichte. Stückchen für Stückchen. Oh, Lego Bio, da kommt ein riesen Schaltplan. Das ist klar, weil ich jetzt gerade so voller Mut war. Interagier mal mit dem. Protokoll, Tag, wir haben aufgehört zu zählen. Die Moller haben uns äußerst gut behandelt. Sie haben diesen Ort zu unserer kleinen Werkstatt in dieser massiven Hohlberg gemacht, weit weg von den geschäftigen Maschinen der Moller. Wir arbeiten zusammen mit den Meistergräbern an einem Werkzeug, das sich von dem Mollerit ausgestrahlten Elektrizität zunutze macht. Diese Höhlen sind zwar kalt, aber wir fühlen uns hier richtig heimisch. Okay, eine Werkstatt, das sieht schon so aus, als ob hier die Menschen vielleicht auch gearbeitet haben. Da sind zwei so Teile, beide sehen sie gleich aus, ne? Ah, die kann man nicht nehmen, das ist praktisch die Werkstatt, wo sie die Teile hergestellt haben. Oh, Filmsequenz. Noch eine dieser historischen Darstellungen, wer auch immer hier lebt, hatte Hilfe von Menschen, um eine Art von Erz abzubauen. Moller, Maulwürf, oder?
Hier sind dann die Menschen. Und die Moller fahren mit dem Fahrstuhl. Das wird das Tool sein, oder? Oh, er lächelt. Man hat ihn noch nicht oft lächeln gesehen. Hier ist wieder eins der Bilder. Mit einem Mensch drauf. Der das Teil in der Hand hält. Ist das nicht der Mensch von der Höhlenmalerei zu Hause? Ja. Dieses Siegel. War er es, der den Irrtum verursacht hat? Das kann doch nicht sein. Wahrscheinlich. Auf das wird's rauslaufen, Leute, oder? Der Held der ersten Höhle war ein Tyrann. Das ist der Grund, warum alle so wütend sind, dass ich mir die Äußerfunde besorgt habe. Das alles ist schon mal geschehen. Vielleicht hat der Maler recht, vielleicht gehören wir tatsächlich auf diese Klippen. Ich muss schnell zurück. You found the conducting lantern. Use the outfitting button R to use it to energize certain triggers that was something in motion. Das heißt, jetzt habe ich ein neues Tool, wenn ich R drücke. Wenn ich R lang drücke, passiert nichts. Boah, ich kann jetzt mit dem Ding hier pritzeln. Ich kann es pritzeln lassen. Wollen wir gleich mal gucken, ob das irgendwo was macht. Nee. Ach, außen halt an den Dingern, die wir schon gefunden haben, ganz am Anfang. Und das ist die Geschichte, will ich mir nochmal angucken kurz. Das waren dann die Moller. Die Menschen und die Moller haben offensichtlich zusammen hier gegraben. Die Moller haben dann praktisch das Teil hergestellt, gefunden oder geborgen. Mensch und Moller Huldings. Und wir haben es dann genommen und die Moller sind abgehauen tief in die Erde. Ja, das ist halt wahrscheinlich wie immer, wenn der Mensch halt irgendwo unterwegs ist, dass man erstmal alles unterjocht. Jetzt müssen wir raus. Finde einen Ausweg aus Gruft. Haben wir schon mal eine ganze Folge mit einem Ausweg verbracht, ne? Muss ich nur mal ganz kurz gucken. Ah ja, klar, hier können wir das Teil benutzen jetzt, Leute. Bämsle, ne? Sehr, sehr geil. Und hier geht's gerade weiter. Alter, die volle Mobilität ist hier. Das Ding geht auch nie leer, oder? Guck dir das an. You. Ist ja geil. Hier geht's weiter. Sehr krass, oder? Da hätten wir jetzt wahrscheinlich springen müssen, denke ich mal. Das scheint mir aber arg weit zu sein. Wir gucken erstmal noch ums Eck rum. Was war das hier? Das bringt uns nichts. Hier geht's nicht runter. Ich nehme an, dass ich da springen muss. Hm? Ich halte das für sehr riskant. Das war mir klar. Jetzt stehe ich hier irgendwo rum. Jetzt werden wir sterben, wenn ich da runterhüpfe. Ne? Na ja, dann sind wir halt mal kurz tot. Hätte ja sein können, dass es auch der richtige Weg war. Ja, aber hier, das kann es jetzt sein. Lass mich nochmal drücken. Kann ich das über die Distanz? Nee. Vielleicht muss ich einfach nur richtig schön Schwung holen. Ich gucke lieber nochmal rum, oder? Nicht, dass ich hier irgendwas aktivieren kann. Für irgendwas? Ach, guck mal da oben, das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Ich nehme an, dass ich jetzt hier nochmal... Was haben wir denn jetzt hier gedreht gerade? Ach, da hinten, das habe ich gedreht. Pass mal auf, wenn ich jetzt hier... Wenn ich jetzt hier dann gleich auf mein Tool umswitch... Okay. Es gibt also eine kleine Möglichkeit, das Ding rechtzeitig zu erwischen. Und zwar... Ah, scheiße! Naja gut, kennt er ja, ne? Aber jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Junge, Junge. Also, ich hoffe, das Ding ist noch ausgelöst. Zack. Und... Zack.
Nein! Ich lasse es drin, ich schneide es nicht raus, ihr kennt mich, ne? Ja, das geht doch fast jedem so, dass es einmal geht und einmal nicht. So. Boah, Alter, aber eine knappe Geschichte hier. Immerhin haben wir es geschafft. Nur dreimal probiert. So, Zwibbel. Geht's runter? Ja, ich nehme mal an, dass er jetzt total verunsichert ist, unser Jule. Okay, die müssen wir wahrscheinlich alle gerade mal... Das könnte man noch hopfen. Das nächste müsste man schon wieder uns hindrehen. Da drüben wird der Ausgang sein. Blendet uns noch irgendwas ein? Ne, wir müssen dahinter. Ich weiß nur nicht wie. Das werden wir aber wahrscheinlich jetzt gleich rausfinden zusammen. Einfach mal hier pressen. Ja, sein können wir schicken da einen Stromstoß hoch. So, Leute. Hier geht's runter. Den können wir bedienen. Ich würde fast sagen, das machen wir auch. Oh, da unten sind wieder die Zeichen. Ich drück hier. Den haben wir nicht richtig erwischt. Im Moment bin ich mir noch nicht sicher, was es hier von uns will. Sind hier irgendwo die Zeichen? Oh, guck mal da unten. Schieß das mal an. Ja. T, X. Was war das? T, X. Wie merke ich mir das ein bisschen? Aber da müssen wir mit Sicherheit jetzt runter. Kommt das nochmal wieder zurück? Ja. Die Reihenfolge wird wahrscheinlich von links nach rechts sein. T, X, L mit C. Probier mal. T, X, L mit C. Geht's runter, ne? T, X, L mit C. Da war übrigens auch noch ein Hebel. Hä? Ich nehme an, das brauchen wir später. Gehen wir mal runter. T, X, L mit C. So, meine Lieben. Dieses Mal muss ich hier Elektrizität drauf geben. T, X, L, mit C. Ich habe ihn gehört. Scheiße. Dann mach ihn halt erst weg oder ich sehe ihn schön. Ja, du musst das Tool wechseln. Ja? Nein, nein, Tool wechselt man mit R. So, jetzt umdrehen, auf den Kollege drauf. So, gib Ruhe, Diggerle. Ich mach kurz den auf Pause. T, X, L, mit C. Also, Tool wieder wechseln. T. X. Und dieses L mit C. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt hinkauen hat gerade. Ne? Denn da. Hat sich was bewegt? Nee, gell? Hätte sich da irgendwas bewegt. Ich probiere es nochmal, vielleicht war ich nicht rechtzeitig. T. Oder ich muss es tatsächlich andersrum machen, ne? T. X. Und den hier noch. Kurzer Moment. Ne, hat nichts ausgewirkt, ne? Laufen wir mal weiter rum. Ich muss mal hier auch gar nicht wirklich viel machen. Was haben wir hier noch? Da ist nichts. Das heißt, wir müssen ja hier raus. Auf die Dinger kann man auch draufstehen. Tür ist hier oben. Boah, das wird wahrscheinlich eine längere Runde. Ich würde fast sagen, ich schneide uns rüber auf die nächste Folge. Und dann lösen wir morgen in aller Ruhe das Rätsel hier. Da oben ist auch noch ein Elektromechanismus. Über den sollte man dann von da nach da. Ja,
wenn er das kriegt, da ist er doch der Lösung schon ein Stückchen näher, gell? Also hier bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob das hinkaut hat. Ich guck mir das, glaube ich, nochmal kurz an. Kann ich das vielleicht auch von hier unten triggern? Wo war denn das? Wir waren von da gestanden. Wo haben, da ist es doch. Das kriegst du auch von hier geschossen. So. Ah, und der muss als erstes sein hier, das X, ne? X in der Mitte, TC. X in der Mitte, TC. Probier mal einfach mal. Vielleicht ist es ja gerade die Lösung. X in der Mitte, links ist das T. X. So, mal warten, jetzt ist es da. T. Und hier müssen wir dieses C erwischen. Nee. Nee. Ich sehe im Moment leider nicht, ob wir irgendwas schon dazu gebracht haben, sich zu bewegen. Vielleicht gibt es noch einen Hinweis, den ich übersehen habe. X. TC. Ich habe keine Ahnung. Ich muss es nochmal anschießen. Da könnte man vielleicht mal hochfahren irgendwie. Ich schieße es nochmal an einfach. Jetzt pass mal auf. Vielleicht muss ich die aber auch erst anschmeißen, dass die alle britzeln und dann kann ich sie erst da drüben aktivieren, oder? Ich würde sagen, das gucken wir uns morgen mal genauer an. Einige Möglichkeiten gibt es hier. Interessant, heute wäre jetzt noch rauszufinden, ob ich auf die Teile hier hochkomme. Ob eins weit genug runterfährt, dass ich hochspringen kann. Warte mal geschwind. Shit. Alles klar, meine Lieben. Dann sehen wir uns morgen hier wieder bei der nächsten Runde, diesen Berg wieder zu verlassen. Da ist auch nochmal ein Hebel, aber der ging vorhin schon nicht, gell? Nicht wirklich. Ich glaube, dass der nochmal Energie braucht. Ich würde sagen, das finden wir morgen schon raus. Den habe ich den schon angekickt. Ah, hier, das war der von hier nach da. Und was war hier nochmal? Nix, aber ich nehme fast an, dass wir hier rüber müssen dann. Das lässt einen nicht los, ne? Das ist zu weit. Wir müssten es eigentlich irgendwie schaffen, dieses Ding hier zu drehen. Ist da nochmal ein Mechanismus irgendwie? Nee. Ja, Leute, machen wir morgen ganz gemütlich weiter. Ich bin sehr gespannt, wie wir hier rausfinden. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis morgen um 15 Uhr. Bis dann.